könnte meinen, diese Aufnahmen kommen aus einem Krisengebiet, doch tatsächlich stammen sie aus der australischen Metropole Sydney. Ein gewisser John Robert Patterson entscheidet sich in der Nacht zum Samstag dafür, eine kleine Spritztour durch die westlichen Vorstädte zu unternehmen. Doch wohlgemerkt nicht etwa mit Cabrio oder Limousine, sondern mit einem Panzer, den er ganz offensichtlich liebevoll restauriert hatte. Sydneys Ordnungsmacht hat dafür leider nur wenig Verständnis, erst recht als sich der Verkehrsteilnehmer der etwas anderen Art daran macht, ein Gebäude der städtischen Elektrizitätswerke zu attackieren. Was John Robert Patterson dieses Ziel auserwählen ließ, wissen wir nicht. Möglicherweise hatte er ja Stress wegen noch ausstehender Stromrechnungen. Was wir wissen ist, dass die Verfolgungsjagd durch Sydney geschlagene 90 Minuten dauerte. Erst dann kann die Polizei den Panzer stoppen und den Geisterfahrer festnehmen. Am nächsten Tag wird das Ausmaß der angerichteten Zerstörung erst so richtig deutlich. Große Teile des Umspannwerks sind zerstört. John Robert Patterson wird umgehend dem Richter vorgeführt. Die Liste der Anklagepunkte ist lang und reicht von schwerer Sachbeschädigung bis hin zu groben Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.